Hallo Team, get your ass up. Heute geht es darum, wie macht man richtigen Körperkontakt mit der Frau? Wie funktioniert Körperkontakt? Körperkontakt im Gespräch ist sehr wichtig, um das Gespräch sexueller werden zu lassen. Aber wie macht man das überhaupt? Das ist ein Thema, da muss man sehr aufmerksam sein. Es gibt Mädchen, die kannst du relativ schnell, relativ kurz, nachdem du sie kennengelernt hast, kannst du sie in der Hand nehmen, mit ihr rumschlendern oder du hebst sie hoch und tragst sie im Arm herum. Es gibt Mädchen, bei denen funktioniert das relativ schnell und das ist eine gute Sache, um Bindung herzustellen. Es gibt aber auch Mädchen, die kommen auf sowas absolut gar nicht klar. Egal welche Art von Körperkontakt ihr macht, ob ihr sie beim Reden kurz an der Schulter fasst, ob ihr sie, während ihr irgendwo sitzt und einen Kaffee trinkt, während ihr redet, kurz die Hand aus dem Bein legt. Egal was ihr macht, achtet aber genau darauf, wie sie auf den Körperkontakt reagiert. Wenn ihr merkt, sie ist nicht cool damit, dann sagt, oh sorry, geht einen Schritt zurück. Baut mehr Vertrauen auf, indem ihr weiter redet, indem ihr weiter das Gespräch führt und dann versucht ihr es später nochmal. Meistens klappt es dann irgendwann, wenn mehr Vertrauen aufgebaut ist. Wenn ihr merkt, sie ist wirklich cool, dann traut euch und macht die verrückten Dinge. Nehmt sie in den Arm und dreht sie einmal mit euch rum. Ui! Oder nehmt sie an der Hand und schlendert mit ihr ein bisschen durch den Park oder wo auch immer ihr seid. Das funktioniert sehr gut. Traut euch. Am Anfang nicht so einfach, sich zu überwinden, das zu machen. Viele Mädchen mögen das aber. Wie gesagt, es gibt auch welche, bei denen das nicht funktioniert. Aber traut euch und macht das. Wenn ihr kleiner anfangen wollt, wenn ihr einen Schritt zurückgehen wollt und sagt, okay, können wir nicht irgendwas machen, was erstmal leichter ist, habe ich auch einen Tipp für euch. High-fived einfach die Mädchen. High-fived die Mädchen an den passenden Stellen oder high-fived irgendwelche Leute auf der Straße. Fremde kommen vorbei, high-five. Manche gucken euch so an. Manche sind aber auch so, yeah, cool, und geben euch einen High Five. High Fives sind deswegen so gut, weil sie euch eine Möglichkeit bieten, entspannt an das Thema Körperkontakt ranzugehen. Es gibt euch die Möglichkeit, euch mit diesem Thema Körperkontakt anzufreunden, einen Anfang dazu machen, einen Start in dieses Thema zu machen, auf einer sehr entspannten Basis, so als wenn ihr jemandem die Hände schütteln würdet. Deswegen High Fives für den Anfang. Wenn ihr ein bisschen mehr Balls habt, mehr Eier habt, dann macht die crazy Sachen, überlegt euch was Cooles. Die Frauen mögen das normalerweise, wenn es in einem lustigen Kontext passiert. Ansonsten fangt klein an, aber Körperkontakt ist wichtig, um das Gespräch sexuell werden zu lassen. Außer ihr wollt in die Friendzone, dann macht einfach nichts. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr Videos, liked das Video, abonniert unseren Channel für tägliche neue Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen und ihr kennt ja meinen Spruch. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ihr das nächste Mal auf der Straße unterwegs seid und ihr seht eine Frau oder einen Mann, der euch gefällt oder die euch gefällt, get your ass up und sprecht diese Person einfach mal an. Oder high-five sie. Wir sehen uns morgen.